Dieses Video vermittelt allgemeine, aber wichtige Informationen über den Strahlenschutz und die Qualitätssicherung in der zahnärztlichen Praxis. Bei zahnärztlichen Untersuchungen ist die Strahlenexposition für den Patienten in der Regel gering. Doch macht die zahnärztliche Radiologie 16% aller radiologischen Untersuchungen aus. Um unnötige Strahlenexposition bei Patienten und Personal vorzubeugen, müssen die gezeigten Verhaltensregeln beachtet und entsprechend befolgt werden. Röntgenbilder dürfen nur dann angefertigt werden, wenn sie auch gerechtfertigt sind. Im Allgemeinen gilt dabei die Anwendung des ALARA-Prinzips als Grundlage der Entscheidungsfindung. Das heißt, die Röntgendosis muss so niedrig wie vernünftigerweise vertretbar gehalten werden. Für jede Aufnahme muss eine klare klinische Indikation vorliegen und es muss sichergestellt werden, dass kein anderes diagnostisches Mittel dieselbe Information liefern kann. Die durch das Röntgenbild erhaltene Information muss unerlässlich für die Diagnosestellung oder die Behandlung des Patienten sein. Alle Röntgengeräte und deren Zubehör müssen in regelmäßigen Abständen einer qualitätssichernden Maßnahme unterzogen werden. Mit Ausnahme von Tubusröntgengeräten müssen alle zahnärztlichen Röntgenanlagen über den in der Röntgenverordnung vorgeschriebenen baulichen Strahlenschutz verfügen. Zugänge zu kontrollierten Zonen müssen mit dem Warnzeichen gekennzeichnet sein. Die Bewilligungsformulare des BAG und detaillierte Informationen zum Thema Strahlenschutz und Qualitätssicherung erhalten Sie im Internet oder bei Ihrer Fachfirma. Die Handhabung Ihrer Röntgenanlagen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung. Eine Röntgenanlage besteht unter anderem aus Röntgenstrahler, Steuerelektronik und Auslösetaster. Ebenfalls dazu gehört das Bildempfangssystem wie Röntgenfilm- und Filmverarbeitungseinrichtung oder bei digitalen Systemen ein Bildempfänger mit Speicherfolie oder Bildsensor mit entsprechendem Verarbeitungssystem und Befundmonitor. Röntgenstrahlen sind, wie Licht, elektromagnetische Wellen, jedoch aufgrund ihrer Wellenlänge nicht sichtbar. Abhängig von Art und Menge durchdringen Röntgenstrahlen menschliches Gewebe unterschiedlich gut und erzeugen so das Röntgenbild. Wir sprechen hier von Nutzstrahlung. Ein weiterer Teil der Röntgenstrahlen wird im Gewebe abgelenkt und in verschiedene Richtungen gestreut. Wir sprechen hier von Streustrahlung. Um die Strahlenexposition des Personals möglichst gering zu halten, ist es wichtig, die hier gezeigten Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Anhand des Modells wird dargestellt, wie die Dosisleistung mit zunehmendem Abstand abnimmt. Wird der Abstand zur Röntgenquelle verdoppelt, verringert sich die Dosisleistung auf ein Viertel des ursprünglichen Wertes. Die Isodosenkurven veranschaulichen hier in der Seitenansicht die Streustrahlenintensität. Gleiche Farben stellen Zonen gleicher Strahlenintensität dar. In der Aufsicht erkennen Sie, wie sich die Isodosenkurve entsprechend der Position der Röntgenröhre verändert. Halten Sie sich immer im grünen Bereich auf. Grundsätzlich soll der Film immer mit einem Zahnfilmhalter im Mund des Patienten fixiert werden. Ausnahmsweise kann eine Drittperson, die beruflich keiner Strahlenexposition ausgesetzt ist, beigezogen werden. Auch bei Panoramaschichtgeräten, Fernröntgengeräten und dentalen Volumentomographen veranschaulichen die Isodosenkurven die Strahlungsintensitäten. Räume, in denen Röntgenanlagen betrieben werden, müssen über den nötigen baulichen Strahlenschutz verfügen. Die Aufnahme wird aus einem geschützten Bereich ausgelöst. Die Isodosenkurven Ihres Systems entnehmen Sie der Bedienungsanleitung.
Bei jeder Röntgenanlage müssen Schutzmittel für Patienten vorhanden sein. Bei intraoralen Röntgenaufnahmen eignet sich für erwachsene Patienten ein Strahlenschutzschild. Bei Kindern und schwangeren Frauen kommt immer eine Strahlenschutzschürze zum Einsatz. Beim Einsatz von Panoramaschichtgeräten, Fernröntgengeräten und Volumentomographen kommen spezielle Schutzschürzen zum Einsatz. Schutzkleidung erfüllt ihren Zweck nur dann, wenn sie in korrekter Weise getragen und gelagert wird. Der Zustand ihrer Schutzmittel muss regelmäßig überprüft werden. Personal, welches sich regelmäßig in kontrollierten Zonen aufhält, gilt als beruflich strahlenexponiert und muss dosimetriert werden. Das Dosimeter wird auf Brusthöhe, bei schwangeren Frauen auf Bauchhöhe getragen. Moderne Röntgensysteme verfügen über Möglichkeiten, die Strahlenexposition der Patienten und die Streustrahlenexposition des Personals erheblich zu senken. Verwenden Sie kein Gerät, das nicht mit mindestens 60 kV Röhrenspannung arbeitet. Verwenden Sie Geräte mit Hochfrequenzgeneratoren. Diese erlauben eine kürzere Aufnahmezeit und reduzieren die Bewegungsunschärfe und die Strahlenbelastung des Patienten. Durch den Einsatz eines Rechtecktubus lässt sich die Strahlenexposition des Patienten um die Hälfte reduzieren. Angenehmer Nebeneffekt ist die Reduktion der Streustrahlung und ein kontrastreicheres Röntgenbild. Alle Röntgenanlagen müssen vor der Inbetriebnahme eine Abnahmeprüfung durch die Fachfirma bestehen. Diese Prüfung garantiert, dass die technischen Spezifikationen der Herstellerfirma und die Anforderungen der Röntgenverordnung eingehalten werden. Der Betreiber sorgt für die Instandhaltung gemäß Medizinprodukteverordnung und für die Prüfungen gemäß Strahlenschutzverordnung. Die periodisch vorgeschriebenen Konstanzprüfungen der Anlagen kann der Betreiber mit einfachen Mitteln, wie zum Beispiel dem Vergleich von Prüfkörperaufnahmen oder der visuellen Beurteilung eines Testbildes, durchführen. Für weitere Informationen über Qualitätsprüfungen wenden Sie sich an Ihre Fachfirma. Zusammenfassend gilt Folgendes: Jede Röntgenanlage benötigt für Installation und Betrieb eine Bewilligung des BAG. www.str-rad.ch. Führen Sie an Ihrem Röntgensystem und dessen Zubehör regelmäßige Qualitätssicherungsmaßnahmen durch. Versuchen Sie, sich die Strahlenintensität während der Röntgenaufnahme vorzustellen. Bewegen Sie sich immer in einer möglichst wenig exponierten grünen Zone. Setzen Sie geeignete Patientenschutzmittel ein. Tragen Sie ein Dosimeter. Diskutieren Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, wie die hier gezeigten Strahlenschutzmaßnahmen am sinnvollsten umgesetzt werden können. Thank you.